Okay, dann machen wir das doch mal ganz konkret. Sie haben 2014 ein Forschungsprogramm mit Griechenland aufgelegt. Das ist dann ausgelaufen. Können Sie uns sagen, wie die Bilanz dieses Forschungsprogrammes, wie sieht die aus? Ich glaube, das war 12 Millionen ungefähr, die Finanzierung betrug die Hälfte Sie, das heißt das Gelder des Bundesbildungsministeriums, und 6 Millionen kam Griechenland, das waren Strukturfördergelder der EU, also die sogenannten ESPA-Gelder. Also wie sieht die Bilanz aus dieses ersten Programms? Die Bilanz war erstmal direkt am Anfang, dass wir überrannt worden sind. Es gab viele, die gesagt haben, da wird es nicht viele Anträge geben. Die Realität war eine andere. Wir haben über 400 Projektanträge bekommen. Das setzte voraus, dass sich Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder Hochschulinstitutionen in beiden Ländern zusammengefunden haben und gemeinsame Anträge gestellt haben. Das ist eine riesige Zahl gewesen. Und der ganz große Teil von den Anträgen war First Quality. Das zeigt, dass ganz offensichtlich in Griechenland und in Deutschland viele der Wissenschaftler, der jungen Wissenschaftler, der erfahrenen Wissenschaftler sich kennen, weil sie über die Themen miteinander kooperieren. Die Szene ist sehr viel stärker vernetzt, als wir es vielleicht am Anfang vermutet haben. Und insofern war das erstmal eine sehr interessante Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir haben natürlich nur einen kleineren Teil von den Projekten schlussendlich fördern können. Wir haben vor anderthalb Jahren, ist es glaube ich gewesen, Professor Kritikos war dabei, eine Abschlusstagung gehabt, wo um die 160 Wissenschaftler, junge Nachwuchswissenschaftler, erfahrene aus Griechenland und Deutschland zu einer Abschlusstagung in Athen zusammengekommen sind. Wir haben abends beim deutschen Botschafter viel Austausch noch gehabt und die haben ihre Projekte dargestellt. Und man muss sagen, das waren ja in ganz verschiedenen Feldern, in der Energieforschung, in der Gesundheitsforschung, im Bereich Nanotechnologie, in dem Bereich der Materialwissenschaften, im Bereich der sozialen Geisteswissenschaften. Und man hat gemerkt, dass hier durch die Projekte Griechen nach Deutschland, Deutsche nach Griechenland gefahren sind, ganz eng miteinander kooperiert haben und sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt haben. Vieles davon trägt auch weiterhin. Vieles ist sogar bis zu einem Handbuch für die Frage, wie gehen Kommunen damit um, wenn die Finanzlage ganz schlecht ist. Ein Thema, was ja auch deutsche Kommunen, nicht überall, das ist regional sehr unterschiedlich in Deutschland, als Problem gehabt haben. Und die Erfahrung in Griechenland war natürlich auch sehr intensiv. Also es sind sehr konkrete Projekte daraus erwachsen. Und vor allem die Erkenntnis, wir haben damit einen Beitrag leisten können, dass ganz viele Menschen nicht abgewandert sind. Kein Braindrain an der Stelle, sondern weil sie die Chance hatten, mit den Top-Wissenschaftlern in Deutschland zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren, sich gemeinsam zu unterstützen, dass es sich lohnt, in Griechenland zu bleiben, dort an dem weiteren Aufbau der Weiterentwicklung des Landes mitzuwirken und gleichzeitig auf hohem Niveau mit den anderen zu kooperieren. Das hat uns auch den Mut gegeben zu sagen, wir wollen damit nicht enden, sondern es wird ein zweites deutsch-griechisches Forschungsprogramm, im Übrigen ein größeres als das erste, geben. Herr Gavroglu, Ihre Regierung, die ist seit Anfang 2015 an den Schalthebeln der Macht in Griechenland. Es gab einige bilaterale Programme, die vereinbart worden sind auf dieser Basis des Papandreou-Merkel-Abkommens von 2010. Und mittlerweile scheint es so zu sein, dass das Einzige, das so funktioniert, ist das Forschung- und Ausbildungsprogramm. Die anderen sind etwas ins Stocken gekommen. Und Ihre Regierung hat ja vereinbart mit dem Bundesbildungsministerium, dass man dieses Forschungsprogramm und auch das Berufsausbildungsprogramm fortsetzt. Was waren die Gründe? Ist das die Gründe, dass es also so eine Win-Win-Situation ist? Sind die Gründe, dass es dafür Gelder gibt? Ich glaube, das zweite Programm, habe ich vorhin gehört, dürfte alles in allem jetzt mit 22 Millionen sogar finanziert werden. Es sind 18 Millionen plus gibt noch ein extra Sonderprogramm, ja. Dann sind wir bei 21 Millionen. Also was waren die Gründe, weshalb Sie diese Zusammenarbeit fortgesetzt haben? Hm?
Νομίζω ότι ο κύριος Ράχελ είχε την ευθύτητα, την εντιμότητα και το θάρρος να θέσει το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. 50% των νέων είναι άνεργοι. Είναι καμιά φορά ορισμένα κοινωνικά προβλήματα όπου αν κανείς τα αναδεικνύει, όλα τα υπόλοιπα φαίνονται σαν σκιές. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί υπάρχει αυτή η ανεργία. Τι πήγε στραβά και τι πήγε στραβά και σε όλα τα χρόνια της κρίσης, γιατί τώρα είμαστε 6 χρόνια μετά και συνεχίζει η ίδια κατάσταση. Με μικρά σημεία ανάκαμψης, μικρά όμως. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι φαίνεται ότι ο ασθενής ήταν σοβαρά ασθενής, μάλλον, αλλά και τα φάρμακα για την ασθένεια δεν φαίνεται να λειτουργούν. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κατάματα. Δεν έχει σχέση ούτε με αντιπολίτευση, δεν έχει σχέση ούτε με αισθήματα καλά ή κακά απέναντι σε άλλες χώρες. Εδώ λοιπόν έχουμε μία κατάσταση στην οποία όταν αναλάβαμε ήταν σαν ένα παγωτό που έλειωνε. Όπου πήγαινες να βάλεις το χέρι σου από κάτω, έλειωνε από παραδίπλα. Ο πρώτος λοιπόν στόχος μας ήταν να ορίσουμε εμείς ορισμένα κριτήρια κανονικότητας. Κάθε κοινωνία δεν ξυπνάει κάθε μέρα με τεράστιους τίτλους να βομβαρδίζεται ένας λαός ότι πάει από το κακό στο χειρότερο ή ότι κάτι καινούριο έχει γίνει. Εμείς λοιπόν αυτό που είπαμε είναι σεμνά να δούμε κριτήρια κανονικότητας. Θα σας πω ένα που μπορεί να σας φανεί εξαιρετικά περίεργο, σχεδόν γραφικό, και όμως δεν είναι. Ξέρετε ότι τα τελευταία 30 χρόνια τα σχολεία έπρεπε να ανοίγουν 11 ή 12 Σεπτεμβρίου και ποτέ δεν άνοιγαν 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Όλοι ήταν στη θέση τους, αλλά το σχολείο δεν άρχισε να λειτουργεί. Διότι ο διευθυντής του τάδε σχολείου τα βρίσκε με κάποιους που κάνανε ξένη γλώσσα και λέγαν στους γονείς, έχετε μέχρι το τέλος του μήνα να δηλώσετε πού θα κάνουν τα παιδιά σας, τι ξένη γλώσσα θα κάνουν. Ο μαθηματικός μπορεί να έπρεπε να πάρει κάποια άδεια στην αρχή κτλ. Αποτέλεσμα, ένα πράγμα που είναι μια κανονικότητα. Μια κανονικότητα. Τα βιβλία δεν ήταν στην ώρα τους κτλ. Πέρσι, για πρώτη φορά, καταφέραμε και ανοίξαμε τα σχολεία στην ώρα τους. Και ξέρετε, μια κοινωνία, όταν είναι ένα πράγμα φυσιολογικό, δεν το θεωρεί σαν μια πρόοδο. Και καλά κάνει η κοινωνία. Σου λέει, μην μου λες ότι είναι και τόσο σοβαρό ότι άνοιξαν τα σχολεία στην ώρα τους. Ενώ για μας αυτό ήταν ένας απίστευτος αγώνας για το αυτονόητο. Καθημερινά λοιπόν δίνουμε τέτοιες μάχες του αυτονόητου. Άρα, παραλάβαμε μία κατάσταση και μέσα σε αυτή την κατάσταση προσπαθούμε λίγο-λίγο να κανονικοποιήσουμε. Τώρα, δεν υπάρχει καμία συνειδητή επιλογή ότι με αυτά τα επιλέγουμε, τα άλλα δεν τα επιλέγουμε. Πολλές φορές, ξέρετε, υπάρχει και μία θεσμική αδράνεια. Παραδείγματος χάρη, το θέμα της τεχνικής εκπαίδευσης έχουμε πολύ λίγη εμπειρία. Θα πάμε εκεί. Στο θέμα όμως της έρευνας έχουμε πολύ καλή εμπειρία. Και η εμπειρία μας έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτον, μακρόχρονη θετική εμπειρία στις ανθρωπιστικές σπουδές. Αυτοτελώς η Ελλάδα είχε να επιδείξει πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε πολλούς τέτοιους κλάδους. Και δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι 25 χρόνια από τα προγράμματα framework της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δικτυώθηκε όλο το ερευνητικό προσωπικό της Ευρώπης. Η Ελλάδα από την αρχή ήταν παρούσα σε αυτή τη δικτύωση. Μπορείτε να... Ναι, ναι. Bleiben wir bei der Forschung. Vor welchen Schwierigkeiten
steht man in Griechenland, was Forschung betrifft? Was sind die großen Herausforderungen? Was muss beantworten? Sind das die Geldfrage? Ist das, dass man das neu organisieren muss? Was sind die Probleme? Τα κεντρικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην έρευνα μπορούμε να τα συνοψίσουμε ως εξής. Πρώτον, δεν υπάρχει μία κοινωνική νομιμοποίηση αυτής της διαδικασίας. Θεωρείται μία διαδικασία, αν όχι περιττή, κάπως μία διαδικασία που δεν έχει άμεσα και πρακτικά αποτελέσματα. Και γι' αυτό μίλησα για το θέμα των επιχειρήσεων. Το είναι το ένα. Το δεύτερο. Πάρα πολλές φορές η έρευνα χωρίστηκε σε δύο κομμάτια. Υπήρχαν οργανισμοί οι οποίοι ήταν πολύ προσανατολισμένοι, παραδείγματος χάρη στην αγροτική έρευνα. Αυτοί όμως οι οργανισμοί ποτέ δεν είχαν το κύρος με αυτούς που κάναν νανοτεχνολογία ή υπολογιστές. Άρα, σε μια χώρα όπου η ερευνητική δραστηριότητα δεν είχε αυτό το κοινωνικό κύρος, υπήρχε και μια διαφορά ανάμεσα στην πιο προσανατολισμένη για τις ανάγκες της χώρας έρευνα και ας πούμε την πιο θεωρητική. Το τρίτο έχει να κάνει με ένα φαινόμενο ευρωπαϊκό το οποίο γίνεται όλο και χειροτερεύει και αυτό είναι οι εργασιακές σχέσεις στον ακαδημαϊκό κόσμο και στην έρευνα. Σήμερα είναι διαλυμένες αυτές οι σχέσεις. Η μαύρη εργασία είναι ο κανόνας πια. Δηλαδή υπάρχει κόσμος 45 ετών που πλησιάζει τα 50 και είναι με συμβάσεις μονοετής ή διετής, συμβάσεις που εξαρτώνται από τα προγράμματα, συμβάσεις που έχουν σκοτεινά σημεία ως προς τα εργασιακά και αυτό ενώ σήμερα λόγω της μεγάλης ανάγκης δεν έχουμε προβλήματα, σε λίγα χρόνια θα έχουμε τεράστια προβλήματα, πιστεύω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ισχύει και στην έρευνα. Αυτό ισχύει και στην έρευνα. Wie sieht es damit in Deutschland aus? Was sind hier die Herausforderungen für die Forschung? Also ich denke mal, so ähnlich wie in Griechenland wird es wohl nicht sein, oder? Nein, das muss man ganz ehrlich einräumen. Die Ausgangssituation ist eine andere. Wir haben, seitdem Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, seit 2005, jetzt über drei Legislaturperioden, Priorität für Bildung und Forschung gehabt. In einer Zeit, wo wir Finanzminister Schäuble Wert darauf gelegt hat, dass wir keine Neuverschuldung mehr haben, was wir jetzt im dritten Jahr hintereinander hinbekommen haben, mussten in allen anderen Ressorts Einsparungen vorgenommen werden und es gab die politische Prioritätensetzung der Kanzlerin für Investitionen in Bildung und Forschung und in dieser Spanne über 12 Jahre sind praktisch die Mittel verdoppelt worden. Das hat es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Da ist die Priorisierung, die Kontinuität trotz Finanz- und Wirtschaftskrise, die Planungssicherheit für Forschungseinrichtungen, für die forschungsnahen Unternehmen und auch für die Hochschulen. Das muss man ja ganz ehrlich sagen, lässt sich mit der Situation, mit der wir es in Griechenland im Moment zu tun haben, so an der Stelle nicht vergleichen. Aber es ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist Ergebnis einer ganz konkreten politischen Entscheidung. Und vielleicht kann man an der Stelle zumindest einen gewissen Zusammenhang aufbauen. Ich glaube, es ist ein Stück weit eine Grundfrage, wie eine Gesellschaft und dann natürlich auch die Politik das Thema Innovation in der Wertigkeit einstuft. Ob das ein zentrales Thema ist, dass man dafür arbeitet, dass ein innovative System, ein Innovationssystem in einer Volkswirtschaft sich entwickeln kann, weil man weiß, dass das letztlich ein Hebel ist, um wirtschaftliche Dynamik in einem Land zu entwickeln und zu erreichen. Und dann stellt sich die Frage, was muss man dafür tun? Und da geht es letztlich dann eben auch nicht nur um Geld, sondern da geht es auch um die Frage der Rahmenbedingungen. Da geht es um die Frage, gibt es Barrieren? Gibt es Schwierigkeiten, was die Regulierungen anbelangt? Oder andersrum gesagt, was kann ein Staat, was kann eine Gesellschaft, was kann ein Land dafür tun, um Anreize zu geben für diejenigen, die aus dem Inland
in diesen Bereich hinein investieren wollen? Und auch, was kann es für Anreize geben, dass auch aus dem Ausland Geld in Forschung, Innovation, in wirtschaftliche Entwicklung investiert wird? Ich glaube, das sind ganz zentrale Fragen, die letztlich darüber entscheiden, ist die Frage der Forschung und Innovation ein Thema unter vielen? Da wage ich jetzt mal die These, das ist bei uns nicht so, das ist bei uns ein ganz zentrales Thema. Und wir wissen eben, dass es hat Auswirkungen bis eben auf den Arbeitsmarkt, nicht von einem Tag auf den anderen, aber langfristig hat es das eben gewaltig. Diejenigen, die in Griechenland leben, können das alles viel besser beurteilen. Ich kann nur, ich sage mal, ein Stück referieren, dass Unternehmen, die in Griechenland sind, Unternehmer und so weiter, berichten in Gesprächen, dass sie das Gefühl haben, die Dinge sind zu eng reguliert, die Möglichkeiten zu investieren sind nicht genügend da. Ob das so ist, das überlasse ich letztlich der griechischen Politik, das zu beurteilen. Aber ich glaube, es sind zumindest Stellschrauben. Und wenn diejenigen, die als Unternehmer in einem Land tätig sind, zumindest selber die Wahrnehmung haben, dass das so ist, muss man sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Oder mal ganz grundsätzlich gesagt, ich glaube, es ist gut, wenn man sich eine Art Vision entwickelt. Wo soll eigentlich das Land, in dem Fall, wo soll eigentlich Griechenland in 5 Jahren, ich würde eigentlich mal sagen, in 10 Jahren sein? Jetzt nicht, dass man den Masterplan hat und jeden Schritt schon einzeln benennen kann, aber welche Rolle soll eigentlich dort in diesem Land Innovation spielen? Welche Rolle soll die Forschung spielen? Welche Rolle soll das Bildungssystem spielen? Ich glaube, wenn man es schafft, eine politische Debatte nicht, ich sage mal, in Blöcken gegeneinander zu führen, sondern ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, über parteipolitische Grenzen hinweg und über die verschiedenen Grenzen der Zivilgesellschaft hinein, dass man eine Vision entwickelt, wie das Land in 10 Jahren aussehen sollte, dann, glaube ich, kriegt man auch die Kräfte mobilisiert, nicht nur aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus dem Finanzsektor, aus der Zivilgesellschaft, sich in ein solches Vorhaben hineinzubringen. Herr Avroglu, haben Sie eine solche Vision? Η εύκολη απάντηση είναι να πω ναι, προφανώς. Δεν λέω ότι δεν έχω, αλλά κοιτάξτε, το όραμα σε μέλος μιας κυβέρνησης έχει σχέση με τις πραγματικότητες, δεν έχει σχέση με τους οραματισμούς ενός υπουργού. Εμείς αυτό που θα θέλαμε σε 5 χρόνια είναι να μπορούμε να ορίζουμε τα του οίκου μας μόνοι μας. Και τα λέμε μόνοι μας, όχι απομονωμένοι από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, στο οποίο είμαστε φανατικά προσιλωμένοι, αλλά όχι και από μια επιτροπή η οποία πάει από αδιέξοδο σε αδιέξοδο. Το λέω και εγώ με έναν πολύ σαφή και κατηγορηματικό τρόπο. Τώρα, για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είπε ο κύριος Ράχελ για το θέμα της καινοτομίας, θα ήθελα έτσι να πω μια άλλη πλευρά για να δείτε και ένα δικό μας προβληματισμό. Αν θέλετε τον προβληματισμό μιας, ας πούμε, αριστερής κυβέρνησης. Για μας η καινοτομία δεν είναι μια ουδέτερη έννοια. Είναι μια έννοια και μια πραγματικότητα, μια πρακτική που κρύβει μέσα τις αξίες. Να σας θυμίσω τι έγινε πριν 10 χρόνια, όταν η καινοτομία των εποχών της προδεκαετίας ήτανε τα νέα τραπεζικά προϊόντα. Τα θυμάστε? Τα νέα τραπεζικά προϊόντα ήταν μια καινοτομία, ήταν μια μοντελοποίηση του χρηματοοικονομικού συστήματος, μια πλήρως μαθηματικοποίηση, της οποίας το αποτέλεσμα το είδαμε. Ιστορικά το έχουμε δει το αποτέλεσμα αυτό. Εκείνο λοιπόν που λέμε είναι ότι όταν μιλάμε εμείς τουλάχιστον για καινοτομία, θέλουμε ταυτόχρονα να είναι σαφή και τα κριτήρια με τα οποία θα προχωράμε ή δεν θα προχωράμε. Και αυτό ιστορικά πάντα έτσι ήταν. Δηλαδή η καινοτομία δεν είναι ίδιον της εποχής μας. Από το 17ο αιώνα και μετά
έχουμε κοινωνίες της γνώσης. Με μεγαλύτερο ή μικρότερο τρόπο. Το ζήτημα σήμερα τίθεται με έναν πολύ πιο περίπλοκο τρόπο, ακριβώς επειδή πολλές ερευνητικές δραστηριότητες έχουν αυτονομηθεί και αυτό το πράγμα έχει επιφέρει και άλλου είδους προβλήματα, ακόμη και προβλήματα δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι οπωσδήποτε έρευνα. Γιατί η έρευνα είναι και ένα στοιχείο κουλτούρας. Δεν είναι θέμα να κάνεις έρευνα μόνο για να καταλήξεις σε καινοτομία. Είναι και ένα θέμα παιδείας γενικότερης. Οπωσδήποτε αυτό. Οπωσδήποτε ερευνητικά κέντρα και μάλιστα έχουμε εγγενιάσει έναν όρο που λέγεται που είναι ενιαίος χώρος έρευνας και εκπαίδευσης. Δηλαδή τα ερευνητικά κέντρα να μην είναι ανεξάρτητα από τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια να μην είναι ανεξάρτητα από τα ερευνητικά κέντρα και μπορούμε να το συζητήσουμε, έχουμε κάνει διάφορες πρωτοβουλίες σε αυτό και ταυτοχρόνως να δούμε με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις που ο κύριος Ράχιλ έχει δίκιο. Πολλές φορές η ελληνική γραφειοκρατία δεν παίζεται σε αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, είναι πρωταθλήτρια στο να απορριθμίζει πράγματα. Πολλές φορές όμως δεν είναι η γραφειοκρατία. Πολλές φορές είναι ότι δεν υπάρχει ένα κλίμα ώστε να έρθουν επενδυτές. Και θεωρούμε ότι μετά από τόσες θυσίες που έχουμε κάνει μετά τόσα χρόνια, δικαιούμαστε αυτό το κλίμα να είναι ένα δεδομένο για τη δική μας χώρα. Και σε αυτό η Ευρώπη πρέπει να δει και αυτή τις δικές της ευθύνες. Ich glaube, Europa wird das nicht machen. Nein, ich glaube, das sind keine Philanthropen. Nur mal jetzt konkreter gefragt bei der Forschung. Ich nehme die, kann man das so sagen, der Dachverband der deutschen Forschungsinstitute, die es gibt, das ist ungefähr die DFG, nicht? Also die deutsche Forschungsgemeinschaft. Und ich hab irgendwo jetzt gelesen, die haben einen jährlichen Etat von 2,8 Milliarden. Jetzt ist in Griechenland das Pendant dazu, so habe ich das verstanden, die griechische Stiftung für Forschung und Innovation gegründet worden, Ellinikou Ídrema Erevnas ke Kinotomias. Und das hat wohl in diesem Jahr seine Arbeit aufgenommen. Und das Grundkapital dort, sind 240 Millionen. Also auf der einen Seite jährlich 2,8 Milliarden, auf der anderen Seite 240 Millionen als Grundkapital. Περίπου το ίδιο αν βάλετε τον πληθυσμό. Ναι. Θα βάλετε. Der Unterschied ist 2,8 Milliarden im Jahr. Das andere ist das Grundkapital. So, und deshalb meine Frage, Forschung braucht vor allem Geld. Ohne Geld, also man kann jetzt sagen, also die Werte und Ethik und man kann alles reinbringen, aber Forschung braucht Geld. Die Frage ist, wie wollen Sie dieses Geld heranholen in Griechenland? Und zwar, was realistisch ist jetzt nicht, also was weiß ich, europäische Geld dann über bilaterale Zusammenarbeit und Zusammenarbeit auch mit dem DFG zum Beispiel, Max-Planck-Institut, um jetzt ganz konkret zu werden. Können Sie uns darüber etwas erzählen? Darf ich erst widersprechen? Ja, bitte. Machen Sie es. Ich würde gerne, wenn Herr Minister einverstanden ist, unser Moderator ein wenig widersprechen wollen. Immer zu. Natürlich, ohne Moos nichts los, sagen wir im Rheinland. Ohne Geld bewegt sich nichts. Das ist klar. Aber es wäre vollkommen falsch, wenn wir wie die Schlange auf die Maus schauen und denken, wir brauchen jetzt ganz, ganz viel Geld, um die Probleme zu lösen. Ich glaube, dass das nicht so ist, sondern mal volkswirtschaftlich betrachtet, wo es gute Ideen gibt und wo es die Möglichkeit gibt zu investieren und man die Chance hat, einen Return on Investment zu bekommen, da wird auch Geld hinkommen. Und zwar nicht, weil der Staat das gibt, sondern weil Leute sagen, ich bin bereit, einen Teil eines Geldes in diesem Land oder an dem Ort zu investieren, weil ich das Gefühl habe, da geht was ab, da ist was Interessantes unterwegs, da habe ich eine Chance, was draus zu machen. Ich habe ein Stück weit was gelernt. Wir haben uns ja auch praktisch auch vor 5 Minuten oder vor 10 Minuten erst kennengelernt und ich muss sagen, das ist ein sehr schönes Kennenlernen.
Aber Ihre Sichtweise des Begriffs Innovation, und darüber werde ich heute Abend noch weiter nachdenken. Sie haben ja gesagt, es ist für Sie kein neutraler Begriff. Und haben gesagt, wir sind eine linke Regierung. Und ich habe darauf jetzt noch keine abschließende Antwort, aber wenn ich meine spontane Antwort sagen darf. Innovation ist nach meinem Verständnis weder links noch rechts. Sondern Innovation heißt eigentlich nur, dass etwas verändert wird durch kluge Gedanken, durch eine Idee, durch ein Konzept und dass etwas ermöglicht ist, was im Moment noch nicht da ist. Ob es nachher Abnehmer findet, ob es Konsumenten findet, ob es jemand gibt, der sagt, ich investiere da rein, damit das produziert werden kann, wird man nachher sehen. Eigentlich ist es nur ein Veränderungsprozess, wo wir als Politik einen kleinen Beitrag leisten können, ihn zu ermöglichen. Also nicht links, nicht rechts, sondern es ist ein Veränderungsprozess. Jetzt komme ich Ihnen aber wieder sehr nahe. Ich habe mich auch gefragt bei manchen Finanzmarktprodukten, die ja so wie etwas Virtuelles durch den Raum schwirrten, was ist daran, ich würde mal sagen, vielleicht nicht innovativ, vielleicht ist es, das wäre jetzt Semantik. Ich habe mich gefragt, worin besteht der Sinn? Und die Frage habe ich oft nicht beantworten können. Daran merken Sie jetzt, dass ich Christdemokrat und vielleicht ein bisschen konservativer bin, weil mir ist es lieber, wenn ich Dinge konkret anfassen kann. Und insofern glaube ich, wir sind ja als Bundesrepublik Deutschland auch deshalb besser aus der Finanz- und Wirtschaftskrise rausgekommen als beispielsweise Großbritannien, auch ein großes, kräftiges wirtschaftliches Land, weil wir nicht auf diese sogenannten Finanzmarktprodukte gesetzt haben, sondern weil wir gesagt haben, wir haben ein Interesse daran, dass eine industrielle Entwicklung auch in Zukunft in Deutschland möglich ist. Wir wollen Industriestandort sein und wir wollen es auch in Zukunft bleiben. Wir wollen den Dienstleistungssektor weiter ausbauen. Wir wollen einen wirtschaftsnahen Dienstleistungssektor. Also es war eine andere Prioritätensetzung, weil sie sich auch stark an den Dingen orientiert hat, die real sind für die Menschen, für die Konsumenten, die sie erwerben können und für die Menschen, die Arbeitsplätze in diesen Bereichen auch haben. Und natürlich, wir haben es im Moment mit einem riesigen Veränderungsprozess zu tun. Die Frage ist, wie schauen wir auf den? Sehen wir den als Gefahr? Oder sagen wir, es kommen Veränderungsprozesse, Stichwort Industrie 4.0 ist die vierte große industrielle Revolution, die wir erleben, die die virtuelle und die reale Welt miteinander verbindet. Die industrielle Produktion wird in Zukunft anders sein, als wir die Industriebetriebe aus der Stahlindustrie und aus dem Maschinenbau der letzten 10 oder 20 Jahre gekannt haben. Wir werden zu kleinen Losgrößen kommen, individuellere Produktion, das alles geht überhaupt nur durch IT. Das heißt, da verändert sich etwas. Und mein politischer Ansatz wäre da und der unserer Regierung und auch des Forschungsministeriums, dass wir frühzeitig Gewerkschaften, Betriebe zusammenholen und schauen, lasst uns diesen Veränderungsprozess so gestalten, dass die berechtigten Anliegen der Beschäftigten wahrgenommen, realisiert werden, dass sie die Arbeitsplätze auch in Zukunft haben können, dass sie weitergebildet werden, dass sie auf einem veränderten Arbeitsmarkt auch ihre Zukunftschancen haben und dass wir die Wettbewerbschancen nutzen, die in dieser neuen Entwicklung drinstecken. Gesellschaft ohne Innovation ist eine Gesellschaft, die steht still. Und eine Gesellschaft, die stillsteht, das heißt Rückschritt. Das heißt, auf unser Land bezogen, wenn wir das machen würden, ist klar, dass wir das hohe soziale Niveau, das die Bundesrepublik Deutschland ihren Bürgerinnen und Bürgern anbietet, nicht würden halten können. Deswegen plädieren wir dafür und versuchen wir dafür zu arbeiten, diese Innovationsprozesse mitzugestalten und ganz vorne dran an der Entwicklung zu sein. Schlussbemerkung, Sie haben natürlich recht, die DFG, wie auch Max Planck, Fraunhofer, unsere Forschungsorganisationen werden sehr stark unterstützt mit unterschiedlichem Profil. Diese Forschungslandschaft der Bundesrepublik Deutschland ist so, ich sage mal, speziell oder einzigartig, das gibt es so in keinem anderen Land. Fraunhofer-Gesellschaft ganz wirtschaftsorientiert, Max Planck über die großen Fragen der Zukunft, die Grundlagenforschung, Helmholtz-Gemeinschaft forscht im Sinne des Auftrags der Gesellschaft und die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Und das finde ich jetzt das Spannende, was in Griechenland stattfindet. Wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Minister wird es vielleicht korrigieren oder verändern oder auch zustimmen, hat jetzt Griechenland eine ähnliche Institution geschaffen. Und das Entscheidende der DFG ist nicht, wie viel Geld die hat, sondern dass wir nicht im Ministerium entscheiden, das Forschungsprojekt X oder Y
gefällt uns so gut, dass wir sagen, das ist jetzt förderfähig, sondern dass wir diese Grundentscheidung im Sinne einer Autonomie und Freiheit der Wissenschaft in die Wissenschaft hineinverlagert haben. Die DFG ist eine Forschungsselbstorganisation. Da entscheiden Gutachter aus den verschiedenen Fächern, welche Projekte die Wahrscheinlichkeit haben, dass sie volkswirtschaftlich relevant oder wissenschaftlich exzellent und relevant sind. Und diese Grundentscheidung scheint, so habe ich das wahrgenommen, jetzt auch in Griechenland getroffen worden zu sein, dass die Wissenschaft sehr viel stärker diese Entscheidungen treffen kann. Und das finde ich sehr interessant und ermutigend. Αγαπητέ συνάδελφε, ακριβώς επειδή ήξερα ότι η Γερμανία δεν έδωσε τόση μεγάλη έμφαση στα άειλα προϊόντα, τα κατηγόρησα. Η κριτική μου ήταν ακριβώς επειδή ξέρω ότι η Γερμανία δεν ακολούθησε αυτήν την άκρητη αποδοχή αυτής της καινοτομίας και ακριβώς επειδή ακολούθησε τα άλλα, κατάφερε και έκανε αυτά που έκανε. Να πούμε επίσης ότι οι ερευνητικοί θεσμοί, όπως και οι πανεπιστημιακοί θεσμοί, η ιστορία τους παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για το παρόν τους. Παραδείγματος χάρη, η ιστορία του Max Planck εδώ έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και από πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με όλα τα Ινστιτούτα τα ερευνητικά, τα οποία είναι δραματικά διαφορετικά από το CNRS, δραματικά διαφορετικά από το National Science Foundation ή από το Αγγλικό Σύστημα, που είναι και αυτό εντελώς διαφορετικό. Άρα, σε κάθε χώρα υπάρχει και ένα ιστορικό των ερευνητικών θεσμών, που καθορίζει, αν θέλετε, και το παρόν τους. Να συμφωνήσουμε όμως ότι πρέπει οι όποιοι ερευνητικοί θεσμοί να είναι απολύτως ανεξάρτητοι. Απολύτως ανεξάρτητοι. Αυτό δεν το συζητάμε. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να το πούμε και στις Βρυξέλλες, διότι ο τρόπος που συντάσσονται το πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων όπου γίνονται οι αιτήσεις είναι υπερκαθορισμένο. Και είναι υπερκαθορισμένο με βάση πάρα πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις. Παραδείγματος χάρη, στο Horizon 2020, για πρώτη φορά τα 25 χρόνια, δεν υπάρχουν οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες σαν αυτόνομη κατηγορία που μπορείς να αιτηθείς. Άρα υπάρχει ένας υπερκαθορισμός από τις Βρυξέλλες που νομίζουμε ότι είναι και πολλές φορές μέρος του προβλήματος. Πάντως, συμφωνώ με τον κύριο Ράχελ ότι όχι μόνο το Υπουργείο δεν πρέπει εδώ να έχει άποψη, αλλά ούτε καν και οι διευθυντές, οι κεντρικοί διευθυντές, παρά μόνο οι ομάδες που ερευνούν έτσι όπως ξέρουν να ερευνούν. Τώρα, έχουμε, ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στο να παίρνει ερευνητικά προγράμματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα ανταγωνιστικά προγράμματα. Θα ήθελα να τελειώσω με δύο σημεία. Ένα από τα πολύ σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη, νομίζω, σήμερα, είναι ότι η Ευρώπη η ίδια δεν έχει αξιολογήσει τα προγράμματα τα ερευνητικά που συνεχίζουν τα τελευταία 25 χρόνια. Ούτε τα frameworks, εντάξει, το Horizon είναι καινούριο τώρα. Αλλά δεν έχει υπάρξει μία ουσιαστική αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων. Υπάρχει αξιολόγηση μόνον ως προς το διαχειριστικό των κονδυλίων. Και επειδή είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο θέμα, ένα ερευνητικό πρόγραμμα, πώς το αξιολογώ στο τέλος του? Επειδή έβγαλε καλά αποτελέσματα, μπορεί και τα αρνητικά να είναι εξίσου σημαντικά. Επειδή έβγαλε πολλές καινοτομίες που απορροφήθηκαν από τις επιχειρήσεις, είναι ένα. Επειδή άλλαξε τον τρόπο διδασκαλίας, επίσης είναι ένα. Θέλω να σας πω, υπάρχει ένα πολύ δύσκολο θεωρητικό ζήτημα ως προς την αξιολόγηση των ίδιων των προγράμματων. Και τελειώνω για κάτι που με προκάλεσε ο κύριος Ράχιλ, με προκάλεσε θετικά εννοώ. Ξέρετε, δεν πιστεύω ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη. Δεν πιστεύω ότι είναι ένα ουδέτερο πράγμα που κάποιος το χρησιμοποιεί για καλό ή κακό τρόπο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
το τηλεκοντρόλ, με το οποίο όλοι μας έχουμε μία εμπειρία. Είναι μια φοβερή καινοτομία το τηλεκοντρόλ. Το τηλεκοντρόλ έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε πράγματα, τον τρόπο με τον οποίο παράγονται έργα, τον τρόπο με τον οποίο ο δημόσιος λόγος είναι δομημένος και το πώς διαχειριζόμαστε και το χρόνο μας. Εδώ λοιπόν φαίνεται, χωρίς να υπάρχει ένα σκοτεινό δωμάτιο που κάποιοι πήγαν και το κάναν, φαίνεται ότι η ίδια η τεχνολογία έχει μέσα της ένα σύνολο αξιών. Εγώ θεωρώ ότι η περίοδος που περνάμε συνολικά στον κόσμο είναι πέραν του καλού και του κακού. Είναι μια νέα πραγματικότητα που πρέπει να την καταλάβουμε. Και μέρος της κατανόησης είναι να κατανοήσουμε και τα αξιακά στοιχεία που κρύβει η καινοτομία. Wunderschön, aber beide haben nicht auf meine Frage geantwortet. Deshalb also noch einmal stelle ich die Frage. Also Herr Rachel, Sie haben 30 Sekunden Zeit. Sie werden nichts davon sagen, was Sie hier aufgeschrieben haben, sondern ich bitte nur, auf folgende Frage zu antworten, weil hier auch sehr viele griechische Wissenschaftler sind und wahrscheinlich für denen ein Interesse ist. Was gibt es für Programme, bilaterale Programme zwischen Griechenland und Deutschland, die für Forscher interessant sind und wird auch etwas weiter anvisiert? Also will DFG da etwas machen? Max Planck mit Griechenland etwas machen? Wissen Sie darüber etwas? Das waren jetzt drei Fragen in 30 Sekunden. Das war ganz konkret. Also, erster Satz, jawohl, wir haben Griechenland und Deutschland das zweite deutsch-griechische Forschungsprogramm ausgeschrieben. Wir sind jetzt in der Phase, dass sie bewertet werden im Bereich der Gesundheitsforschung, im Bereich der sozialen Geisteswissenschaften, im Bereich Kultur, Tourismus, im Bereich Bioökonomie, im Bereich Materialforschung und Schlüsseltechnologie. Gesamtvolumen 18 Millionen Euro, 9 Millionen Euro aus dem Bundesforschungsministerium und 9 Millionen die griechischen Partner zusammen mit den Strukturfonds. Ergänzend wird es geben, und das ist eine Neuerung, dass es ein Programm geben wird, was wir mit der Fraunhofer Gesellschaft machen, dass die Projekte, die jetzt von Unternehmen, kleinen mittelständischen Hochschulen und Forschungsorganisationen in das Forschungsprogramm hineinkommen, die Chance bekommen, ihre Ideen so weiterzuentwickeln, dass sie in den Markt näher hineinkommen können. Also die Frage Patente, die Frage von Ausgründungen, die Frage von Geschäftsmodellen. Das sind Fragen, die in dem ersten Programm noch nicht eine zentrale Rolle gespielt haben. Die können, wenn die Partner das wollen, in Zukunft eine besondere Rolle spielen. Und die Brücke ist dann gebaut, und das ist der letzte Satz. Wir wollen, dass die Projekte, die wir da fördern, auch praktisch vorbereitet und befähigt werden, nachher erfolgreich zu sein in einer nächsten Förderrunde im europäischen Horizont 2020 beziehungsweise im Nachfolgeforschungsrahmenprogramm zu werden. Also erfolgreich dann auch auf europäischer Ebene zu sein. Herr Avroglu, 30 Sekunden. Sie sind ja auch hier bei der Max-Planck-Gesellschaft aktiv. Was gibt es da für bilaterale Zusammenarbeit? Νομίζουμε ότι ένας τεράστιος χώρος ανεκμετάλλευτος ή τουλάχιστον που δεν τον έχουμε εκμεταλλευτεί τόσο πολύ ανάμεσα στην Γερμανία και στην Ελλάδα, είναι ο χώρος των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών. Έχουμε μακρά παράδοση συνεργασίας οι δύο χώρες σε αυτό το τομέα και νομίζουμε ότι μπορεί να αποτελέσει και ένα τομέα που κουβαλάει μια ιδιαιτερότητα στις σχέσεις μας. Και εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να ενισχύσουμε τον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, προφανέστατα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα στα οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Ράχελ, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι η ίδρυση αυτή καθεαυτή του Πανεπιστημίου Αθηνών και όλη η πανεπιστημιακή πορεία από το 1837 μέχρι τη δεκαετία του 1950 σημαδεύτηκε από ελληνογερμανικές σχέσεις και συνεχίζουμε σήμερα σε έναν πολύ πιο περίπλοκο κόσμο να έχουμε αυτήν την ιδιαιτερότητα και νομίζω ότι η ενίσχυση των
κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών θα αποτελούσε έτσι ένα άλμα και μία, επιμένω, ιδιαιτερότητα που θα μας έφερνε πολύ πιο μπροστά από ό,τι είμαστε τώρα. Και η χρηματοδότηση. Τώρα θα πω κάτι που ξέρω δεν είναι πολύ ευχάριστο. Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν ιδέες οι οποίες είναι καλά δομημένες, πάντοτε βρίσκονται χρήματα. Αλλά καλά δομημένες. Και το καλά δομημένες προς όλες τις πλευρές. Das lassen wir jetzt mal so stehen und kommen zum zweiten Teil der heutigen Fragestellung, das ist die Berufsausbildung. Ein hoher Akademikeranteil in einer Gesellschaft ist keine Garantie für eine prosperierende Wirtschaft. Wir haben Beispiele auf der Welt und auch in Europa, die wir alle kennen. Ein hoher Akademikeranteil ist also nicht so, nicht unbedingt, also das macht keine Wirtschaft, bringt keine Wirtschaft richtig zum Laufen. Und ich möchte einige Beispiele nennen. In der Schweiz machen 2/3 der Jugendlichen eine Berufsausbildung, nur 20% Abitur. In Österreich ist es ähnlich. In Holland machen 50% der Jugendlichen eine Berufsausbildung. In Deutschland, Sie haben ungefähr gesagt, halbe halbe ist also diese Zahl. Also die Hälfte der Jugendlichen macht Abitur, die andere Hälfte macht eine Berufsausbildung. Und in Griechenland ist es so, ich habe eine Studie von 2014 von CEDEFOP gefunden, dem Europäischen Zentrum für die Förderung der Berufsbildung, die ist in Thessaloniki interessanterweise beheimatet. Und dort heißt es, dass 70% der Jugendlichen allgemeines Abitur machen, also Likio, 13,5% machen Fachabitur und etwa 3,5% gehen auf Berufsschulen der griechischen Arbeitsagentur oder den Berufsschulen des griechischen Bildungsministeriums. Und schon allein aus diesen Zahlen sehen wir, dass Berufsausbildung in Griechenland einen sehr niedrigen Stellenwert hat. Nun heißt es aber in der Studie der CEDEFOP, und das bitte ich jetzt zu beachten, dort heißt es, dass im Jahre 2020 60% der Arbeitsplätze in Griechenland eine mittlere Qualifikation erfordern werden, die Berufsausbildung gewährleistet. Und noch einmal dazu zum Vergleich. Von jeder Alterskohorte in Griechenland, also Jahrgang, machen 3,5% eine Berufsausbildung. Tatsächlich ist aber der Bedarf 17 Mal höher. So. Herr Gavroglu, sehen Sie einen solchen Bedarf? Την αναγκαιότητα τη βλέπω, τη ζήτηση δεν βλέπω. Δηλαδή δεν είναι αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν άπειρες θέσεις εργασίας που προσφέρονται και δεν υπάρχει κόσμος να τις πάρει. Διότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η οικονομία, όπως έχουμε πει, είναι το θέμα άρα της ανεργίας και όχι αν υπάρχει στελεχειακό δυναμικό ή δεν υπάρχει. Τώρα, μου δώσατε κάποια νούμερα. 2/3 στην Ελβετία, 20% μόνο τελειώνει το Λύκειο. Εδώ είναι ένα θέμα πολιτικής επιλογής της ελβετικής πολιτείας. Καθόλου νόμιμο και σεβαστό. Εμείς θεωρούμε ότι όλα τα παιδιά πρέπει να τελειώνουν το Λύκειο. Πρέπει να είναι μια υποχρέωση της πολιτείας να τους παρέχει αυτή τη δυνατότητα και πρέπει να είναι και δικαίωμα των πολιτών. Διότι θεωρούμε ότι ένα παιδί μέχρι τα 18 του, 19 του πρέπει να μορφώνεται, να πάρει εγκύκλιο παιδεία. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι μια δημοκρατική κατάκτηση της Ευρώπης, όχι της Ελλάδας, της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν, ένα πράγμα που είπαμε πρόσφατα, είναι, ξέρετε, σήμερα στην Ελλάδα είναι 9 χρόνια υποχρεωτική εκπαίδευση και 1 χρόνο νηπιαγωγία. Θα πάμε τα 9 χρόνια στα 12. Το υποχρεωτική, επιμένω, σημαίνει η υποχρέωση πολιτείας να παρέχει αυτές τις
γνώσεις, κυρίως την εγκύκλιο παιδεία. Την εγκύκλιο παιδεία δεν θεωρούμε ότι οι πολίτες πρέπει να αυτοκαθορίζονται αποκλειστικά με το επάγγελμα που ασκούν. Οι πολίτες αυτοκαθορίζονται και με την κοινωνική συνείδηση που έχουν και την κοινωνική τους λειτουργία σε μια δημοκρατία. Άρα υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελβετία ή η Αυστρία είναι λιγότερο ή περισσότερο δημοκρατικές χώρες, προφανώς. Είναι μέσα σε ένα δικό τους τρόπο αντίληψης της σημερινής πραγματικότητας. Τώρα, εδώ πήραμε μία πρωτοβουλία πριν 3 μήνες και ιδρύσαμε μία επιτροπή που λέγεται Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι μία επιτροπή στην οποία συνυπάρχουν οι εκπαιδευτικοί φορείς με τους παραγωγικούς φορείς. Και μέσα σε αυτήν την επιτροπή θα θέλαμε να διερευνήσουμε ένα από τα πιο σύνθετα προβλήματα που απασχολεί και το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο πτυχίο που παίρνει στο πανεπιστήμιο και το επάγγελμα. Ποια είναι αυτή η σχέση. Τι σχέση κάθε 50 χρόνια αναπροσαρμόζεται τα τελευταία 800 χρόνια. Σήμερα είμαστε σε μια τέτοια περίοδο. Το δεύτερο είναι να κάνουμε μια μελέτη του μέλλοντος ορισμένων επαγγελμάτων, ώστε να μην υπάρχουν πολλοί πτυχιούχοι σε αυτά, αλλά και μια προβολή των νέων επαγγελμάτων. Εκεί λοιπόν πάλι θα χρειαστούμε ευρωπαϊκές συνεργασίες για να κατανοήσει κανείς λίγο αυτή τη νέα σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα στα πτυχία και τα επαγγέλματα. Λέμε λοιπόν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση, στην οποία θέλουμε να δώσουμε μεγάλη έμφαση, όχι επειδή η επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει σιγά σιγά να αντικαθιστά το γενικό λύκειο, αλλά να έχουν οι άνθρωποι την ευχέρεια να επιλέξουν ανάμεσα σε 2 καλές πορείες. Σε αυτό και που το είπα στην αρχή, με την δημιουργία και αυτών των διετών δομών κτλ, κτλ, θα υπάρχει αυτή η επιλογή. Και οι ελληνικές οικογένειες και τα παιδιά να έχουν μία επιλογή που δεν τους επιβάλλεται ούτε από μικρή ηλικία τι θα ακολουθήσουν, ούτε επειδή δεν τα πάνε καλά και είναι μία αποθήκη, όπως δυστυχώς στην Ελλάδα εμπολής ήταν η τεχνική εκπαίδευση. Herr Rachel, können Sie 2 Worte zur Bedeutung der Berufsausbildung in Deutschland sagen? Auch für die deutsche Wirtschaft. Also ich will vielleicht einen Gedanken voraussagen. In der Bundesrepublik ist es nicht so, dass der Staat vorgibt, wie viele Jugendliche eine duale Ausbildung machen oder wie viele studieren. Sondern wir haben ganz viele freie Bürgerinnen und Bürger, gerade auch junge Menschen, die nach ihren Neigungen, Präferenzen, Berufsperspektiven, Berufserwartungen, wie sie das einschätzen, individuelle Entscheidungen treffen. Und zwar millionenfach. Wonach richten die sich? Nicht danach, was das Bundesministerium für Bildung und Forschung sagt oder was die Bundesregierung sagt, sondern die jungen Leute haben Spaß am Leben und wollen eine Perspektive, dass sie sich und ihre Familie selber einmal ernähren können. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland, die geringste in der EU, von ungefähr 7%. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, woran liegt das, dass sie so gering ist, dann glaube ich, ist ein wesentlicher Antwort, nicht die alleinige, die Dinge sind immer komplex, sie sind auch in Bewegung, das ist kein statischer Punkt, sondern es ist ein Prozess, dass sich die junge Generation tendenziell jedenfalls danach richtet, welche Chancen im Arbeitsmarkt da sind. Und ich kann ja unterschiedliche Alternativen anbieten, das machen wir mit der dualen Ausbildung und den Fachhochschulen, den Universitäten. Es gibt entschuldigen Sie den volkswirtschaftlichen Begriff, ein Benchmark oder ein Kriterium. Schaffen wir es, möglichst viele junge Menschen zu qualifizieren und ihnen nachher eine
Verdienstperspektive zu geben. Das ist für mich die entscheidende Frage. Nicht Ideologie, nicht Wirtschaftsinteressen, nicht politisches Interesse, das ist die entscheidende Frage. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit der dualen Ausbildung, dual, also der Ausbildung an zwei Lernorten, nämlich der Berufsschule auf der einen Seite, so wie das in vielen Ländern der Fall ist, und im Lernort Betrieb, im Unternehmen, in der Sozialeinrichtung, im Altenheim, im Einzelhandel, in der öffentlichen Verwaltung, dort und in der Berufsschule, die jungen Leute so qualifiziert werden, dass sie nach dieser Qualifikationsphase und ihrem Berufsabschluss höher qualifiziert sind und eine viel höhere Chance auf dem Arbeitsmarkt haben ohne diese Phase. Dies sehen übrigens, und das ist das Hochinteressante, die Sozialpartner in Deutschland ganz besonders so. Wenn Sie mich fragen, wer sind die größten Fans unseres Modells der dualen Ausbildung, dann sind das die Gewerkschaften und dann sind das auch die Arbeitgeber. Warum? Weil die jungen Leute an den Möglichkeiten und Notwendigkeiten des Arbeitsmarktes qualifiziert werden. Sie steigen in ihrer persönlichen Qualifikation, so dass sie die Qualifikation nachher konkret einsetzen können oder auch in einen anderen Beruf hinüberwechseln. Und der Betrieb hat ein Interesse an den jungen Leuten, weil er quasi in der Ausbildungszeit die eigenen Fachkräfte der Zukunft qualifiziert und nicht Leute aus irgendeiner Bildungsinstitution bekommt, wo die erstmal geerdet werden müssen und erstmal das Produkt, die Atmosphäre, die Werkstatt, das Unternehmen kennenlernen müssen. Der Betrieb hat ein Interesse daran, die Gewerkschaften haben ein Interesse daran, die jungen Leute haben ein Interesse daran. Deshalb ist die duale Ausbildung insgesamt ein sehr erfolgreiches Modell. Ich weiß, man kann das nicht eins zu eins auf ein anderes Land übertragen. Das würde uns auch, glaube ich, alle überfordern. Aber die Grundidee, eine möglichst lange Phase auch der Ausbildung im Lernort Betrieb, im Unternehmen, in der Sozialeinrichtung, in der öffentlichen Verwaltung zu organisieren, mit der Konsequenz, dass eben auch der Berufsschullehrer weiter seine Aufgabe in der Berufsschule wahrnimmt, aber auch das Unternehmen oder der Einzelhandelsbetrieb Ausbilder hat. Train the trainer. Ausbilder müssen zur Ausbildung qualifiziert werden. Das heißt nicht nur, hol mal Bier, sondern sie werden qualifiziert, ganz konkret in der Arbeitssituation, in die sie hineinkommen. Das setzt eine Veränderung voraus. Die kriegt man auch nicht von heute auf morgen hin, aber ich glaube, dass das insgesamt sehr wohl möglich ist, wenn ich es auf Griechenland übertragen darf. Wir haben zwei Dinge gemacht, die will ich einfach kurz berichten. Das eine ist, wir haben im Bereich des Tourismus, dem größten Wachstumssektor Griechenlands, im Rahmen des Mendi-Projekts zwei Berufsschulen in Athen und in Heraklion auf den Weg gebracht, wo mit deutschem Know-how, deutschen Curricula Trainer nach Griechenland gegangen sind, mit griechischen Hotelleries, Restaurants, Tourismusunternehmen, jungen Leute qualifiziert haben. Das Ding läuft super. Wir haben jetzt nach zwei Jahren 190 junge Frauen und Männer. Ich war dabei mit dem damaligen Minister, habe das Projekt gestartet. Ich war nach einem Jahr mit dem nächsten Minister dort, habe es mir angeguckt. Ich habe mit den Eltern gesprochen, ich habe mit den jungen Leuten gesprochen. Ich habe den ersten Abschlussjahrgang kennengelernt. Gereifte Persönlichkeit, hungrig, stolz, dass sie etwas gelernt haben, mit dem sie etwas anfangen können. Und da wird jetzt die große Frage an die griechische Politik sein, wird man dieses erfolgreiche Modell beenden, Ende des Jahres 2017, oder wird man es in die Breite bringen? Wir haben eine Vielzahl von griechischen Restaurant- und Hotelleriebetrieben, die sagen, wir wollen sofort weitermachen, das Ding ist super erfolgreich. Also es gibt einen Bedarf. Und die griechische Außenhandelskammer in Athen, deutsch-griechische Außenhandelskammer, hat eine Vielzahl von Unternehmen, die dort gerne einsteigen möchten. Schlussbemerkung. Wir haben mit dem griechischen Erziehungsministerium, der Minister wird es wissen, ich habe es trotzdem nochmal mitgebracht, eine Analyse gemacht, griechische Einrichtungen und deutsche Einrichtungen, und haben uns den Arbeitsmarkt angeschaut in Griechenland, wo aus der Sicht des griechischen Arbeitsmarktes Bedarf sein könnte,
ob er da ist oder nicht, haben wir objektiv untersucht, um duale Ausbildung zu ermöglichen. Ich nenne nur ein Beispiel. Im Bereich der Logistik ist der ganz größte Teil der Mitarbeiter weit über 50. Dort läuft der griechische Logistikmarkt auf eine riesen Fachkräftelücke zu, obwohl das einer der wichtigsten volkswirtschaftlichen Bereiche des Landes ist. Und entweder man geht in diesen Bereich rein und qualifiziert die Leute am Arbeitsmarkt, oder man tut es nicht. Wir haben das untersucht im Bausektor, im Tourismussektor, im Energiesektor und wir, ich habe es nochmal mitgebracht, einmal in Griechisch, es gibt es in Griechisch und in Deutsch, Sichtweise aus Griechenland und aus Deutschland, eigentlich ist es eine Art Masterplan, sogar mit Regionen, wo man diese Dinge entwickeln kann und wir machen gerade, sind jetzt in der Schlussphase in Abstimmung mit den Partnern aus dem griechischen Erziehungsministerium, weil wir darum gebeten worden sind, wieder in Partnerschaft griechisch-deutsch einen weiteren Masterplan, also eine Machbarkeitsstudie, das ist der richtige Begriff, eine Machbarkeitsstudie für den Bereich der Landwirtschaft, um zu schauen, ob es da Möglichkeiten und sinnvoll ist, duale Ausbildung zu entwickeln. Ich glaube, in dem Thema liegt eine große Chance. Das wird nicht alle Probleme Griechenlands von heute auf morgen lösen. Den Eindruck sollten wir auch nicht erwecken. Aber die Leute sind qualifizierter, sie haben eine Chance auf vernünftige Perspektive und es gibt viele, viele Betriebe, die in den Bereich hineingehen wollen. Sie brauchen natürlich ein politisches Klima, dass die Politik, der Staat sagt, jawohl, wir erkennen diese Ausbildungswege auch an und sehen sie als eine Bereicherung an. Und das ist letztlich eine Debatte, die in Griechenland geführt werden muss. Nun ist es aber so, dass in Deutschland ja Berufsausbildung, das System der Berufsausbildung über Jahrhunderte entstanden ist. Das ist ja nicht etwas, was jetzt vor 50 Jahren beschlossen wurde und dann hat man das gemacht, sondern das hat sich sehr, sehr langsam entwickelt. Und es ist auch so, dass Handwerk, Industrie, Kammern, Gewerkschaften, alle machen da mit bei diesem System. Die treffen sich, verabreden sich, schauen sich an, was ist in den Lehrplänen, was wird gebraucht, welche Berufe werden gebraucht oder welche Berufe müssen, dass das Bild gewandelt werden. Das bekannteste ist ja vom Autoschlosser zum Beispiel, dass jetzt Metroniker oder wie heißt das Auto? Mechatroniker. Mechatroniker heißt er jetzt, ja, Kfz-Mechatroniker. Also ein totaler eigentlich Wandel dieses Berufsbildes da ist. Und Sie haben es erwähnt, also die Betriebe, die haben Ausbilder extra abgestellt für die Jugendliche, für die Auszubildenden. Dann erhalten sie Lehrgeld, darf man auch nicht vergessen. Also das wird anerkannt, was sie machen. Und wie sieht es damit in Griechenland aus? Also ich meine, ich erwähne nur ein Beispiel, weil Sie vorhin noch die Gewerkschaften erwähnt haben. Ich habe den Präsidenten des Dachverbandes der griechischen Gewerkschaften von Thessaloniki, also Ergatiko Kendro, gefragt, wie er dazu steht. Das war vor 2, 3 Jahren, da war so eine Veranstaltung, da ging es so bei Berufsausbildung. Und er hat mir Folgendes gesagt: Wir sind gegen Auszubildende. Und wie hat er das begründet? Er hat das damit begründet, dass, wenn sie eingestellt werden, werden Facharbeiter entlassen. Weil die Facharbeiter gemacht haben, die machen jetzt die Auszubildende. Und so etwas, nicht dass so etwas auch in Deutschland nicht stattfindet, in manchen Betrieben, aber das ist doch die Seltenheit. Also man erkennt ja den Stellenwert der Ausbildung an. Was man weiß, wie Sie es auch gesagt haben, man bildet die Leute aus und danach hat man Facharbeiter. Und es ist ja nicht so, dass die dann selbstständig, also man schaut, also Sie haben das gesehen aus der Sicht des als Politiker, aus der Sicht des jetzt des Einzelnen, der Facharbeiter ist, aber aus der Sicht des Betriebes hat jetzt Fachpersonal und das liefert Input da drin. Also der Wert der Arbeit ist höher und der Betrieb hat viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel auch ein anderes Beispiel ist ein Kellner zum Beispiel in Deutschland, der macht ja auch 2,5 oder 3 Jahre eine Ausbildung. Man sagt, das, was ein Kellner kann, das kann ich doch in einer Woche lernen. Aber was lernt man als Kellner zum Beispiel hier, wenn man so eine Ausbildung macht? Man lernt, Feste zu organisieren mit 120 Leuten. Da müssen zum Beispiel das Essen muss dann herangeholt werden, es müssen die Köche herangeholt werden, es muss Musikbands oder wie das gestaltet wird, der Raum, das lernt man alles. Das muss ein Kellner hier können. Also es ist nicht einfach so, Kellner ist Kellner, das ist ganz was anderes. So, die Frage ist, Herr Gavrol, kann ein solches System, das sich in der Schweiz gut funktioniert, diese duale Berufsausbildung in Österreich gut funktioniert, in Deutschland, in deutschsprachigen Belgien, habe ich gehört, gibt es auch so ein System, kann so etwas übertragen werden?
Ist eine Systemübertragung überhaupt möglich oder muss man sehen, was ist die griechische Realität und was lässt sich realisieren? Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι δυνατό κανένα σύστημα να μεταφερθεί χωρίς κάποιους μετασχηματισμούς σε μία άλλη τοπικότητα. Δεν λέω ότι το είπατε, αλλά ας πάρουμε αυτό ως δεδομένο. Δεύτερον, δεν έρχονται οι όποιες καθιερώσεις αυτών των συστημάτων, δεν έρχονται σε ένα κενό. Υπάρχει κάτι που γίνεται και υπάρχουν και πολλά success stories σε αυτά που γίνονται. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε ότι η μηχανογράφηση των τραπεζών έχει γίνει με ελληνική τεχνογνωσία. Δηλαδή, δεν χρειάστηκε να έρθουν από έξω εταιρείες για να το κάνουν, γιατί υπάρχει στο θέμα του IT και το θέμα των ψηφιακών, υπάρχει μια πολύ προχωρημένη ελληνική τεχνογνωσία και μάλιστα από την πρώτη γενιά των υπολογιστών του τέλους της δεκαετίας του 50 και αρχές της δεκαετίας του 60. Θέλω να σας πω ότι το τοπίο είναι πιο σύνθετο και υπάρχουν πολλά μέρη όπου πράγματι έχουν δείξει εξαιρετικές συμβολές. Παραδείγματος χάρη, όλοι οι ηλεκτρολόγοι, οι οποίοι λόγω της έμφασης στην οικοδομή αναγκάστηκαν να καταρτιστούν μέσα από τα λεγόμενα μικρά πολυτεχνία ή τις τεχνικές σχολές. Άρα, δεν συζητάμε σε κενό. Το δεύτερο, αυτά χρειάζονται και επενδύσεις. Και κυρίως χρειάζονται ένα οικονομικό κλίμα που να λέει εγώ χρειάζομαι αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι η μεγάλη μας πρόκληση σήμερα. Να δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες οι οποίες θα δημιουργήσουν την αντίστοιχη ζήτηση. Και το τρίτο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος με την ένταση της ανεργίας να υπονομευθούν οι εργασιακές σχέσεις όσων έχουν εργασία. Δεν αποτελεί δικαιολογία στην εργοδοσία ότι να είσαι τυχερός που έχεις δουλειά, κοίτα πόσοι πολλοί δεν έχουν δουλειά. Σε μια δημοκρατική κοινωνία, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα. Εδώ λοιπόν, η ένταση σε τέτοιου είδους ειδικότητες, έχουμε πολλές ενδείξεις και είμαστε εξαιρετικά αυστηροί, όπου οι εργασιακές σχέσεις έχουν γίνει πολύ προβληματικές. Ευτυχώς, νομίζω το έχουμε αφήσει πίσω μας. Και τελευταίο, με την τεχνική εκπαίδευση, ξέρω ότι στη Γερμανία δεν γίνεται και είναι μια κοινωνία που πρέπει να είναι πολύ περήφανη για το γεγονός ότι δεν γίνεται αυτό που θα σας πω. Σε πολλές χώρες όμως, όταν τελειώνεις την τεχνική εκπαίδευση και πας να δουλέψεις, περίπου δεν πληρώνεσαι, περίπου δεν έχεις δικαιώματα στα ασφαλιστικά σου, περίπου δεν ακολουθείς το ωράριο που ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα που δυσφημούν και τον ίδιο το θεσμό της τεχνικής εκπαίδευσης. Και για μία κυβέρνηση σαν και τη δικιά μας, είναι και αυτά τα ζητήματα πάνω στο τραπέζι, παρά το πολύ δύσκολο κλίμα που έχουμε στην οικονομία μας σήμερα. So, wir haben ein bisschen überzogen, aber es gibt Fragen jetzt im Publikum. Das Sie, glaube ich, haben sich gemeldet gehabt. Ja. Sie müssen ins Mikrofon, glaube ich, sprechen, sonst werden Sie nicht übersetzt werden. Weil wir hier über Berufsausbildung sprechen, möchte ich ganz kurz ein Projekt erwähnen, das wir hier aus Berlin initiieren und da die Zusammenarbeit mit griechischen Institutionen und Hochschulen suchen. Der Anknüpfungspunkt ist die Katastrophe der Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland und die Überlegung dazu,
Eine Berufsausbildung sollte dort gemacht werden und sinnvoll sein, in Bereichen, die wirklich für die Zukunft eines Landes wichtig und sinnvoll ist. Sie haben das ja gesagt, Herr Gavroglu, wo die Menschen wirklich auch eine Perspektive haben, etwas für ihre Existenz und etwas für das Land zu tun. Und an solches, wir diskutieren das ja immer, ich sage es mal in Schlagworten, was wir Green New Deal nennen, also jetzt speziell im Bereich der Energiewende, halten wir es für sinnvoll, Menschen im Bereich, die für die Energiewende wichtig sind, in Griechenland, in den Bereichen zu Experten auszubilden und das in dualer Form zu machen. Das Projekt, das wir dazu entwickelt haben, das sind mehrere Menschen aus Berlin. Der bekannteste war übrigens Präsident dieser FU in den 70er Jahren, nämlich Rolf Kreibich. Wir kommen alle aus der Wissenschaft und Forschung und haben das auch entwickelt, haben auch einen, ich will Ihnen das jetzt hier nicht vorstellen, aber ich gebe Ihnen gerne das Konzept in Englisch, nicht? Wir haben das natürlich auf Englisch. Wir haben als Kooperationspartner hier die Hochschule für Wirtschaft, Technik und Wirtschaft in Berlin gefunden, also einen Partner. Wir suchen weitere Partner jetzt in Griechenland. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, da gibt es schon lose Kontakte, vielleicht die Technische Hochschule in Kreta, ich glaube, das ist Kania, wo die sich befindet, oder in Thessaloniki oder in Athen. Und übrigens aber das nur beiläufig, es ist ja ein europäisches Projekt. Wir suchen gleichzeitig Partner in Südspanien, ein Gebiet, in dem die Jugendarbeitslosigkeit sogar über 50%, nämlich bei 60% liegt. Deswegen, man sollte nicht immer, um das noch zusammenfassend zu sagen, gucken, wie machen wir duale Berufsausbildung, da gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Gavroglu. Also wir finden die duale Berufsausbildung wichtig, sondern man soll gucken, in welchen Bereichen hat sie eine Zukunft. Und man soll dann auch nicht nur an Einzelunternehmen denken, sondern an Arbeit in Communities, etwa im Bereich der solidarischen Ökonomie. Gerade in der solidarischen Ökonomie hätte in Griechenland eine Energiewende über die enormen Möglichkeiten, die dieses Land etwa an Sonne und Wind besitzt, wirklich eine Zukunft. Ich gebe ihm einfach das Projekt, damit Sie es angucken können. Ansonsten habe ich kein direktes Anliegen an Sie. Okay. Vielen Dank. Gibt es noch eine andere Frage, eine Stellungnahme? Ja. 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 Mir ist aufgefallen, dass sehr die Rede davon war, dass Forschung viel Geld kostet und es ist schwierig, an das Geld heranzukommen. In Griechenland, in Deutschland ähnlich eigentlich, aber nicht ganz so ausgeprägt, ist das Besondere, dass Forschung vorhanden ist, aber nicht genutzt wird und nicht umgesetzt wird in die Praxis. Es gab zum Beispiel diese große Studie, die auch immer noch läuft, alle paar Jahre, PISA. Griechenland war Teilnehmer an der PISA-Studie, hat nicht so besonders gut abgeschnitten, aber in manchen Fällen so gut wie Nordrhein-Westfalen oder wie Bremen, wenn man das miteinander verglichen hat. Und die Daten lagen alle da. Niemand hat diese Daten genutzt und daraus mindestens eine Diskussion entfacht, was man denn eventuell ändern könnte an dem griechischen Sekundarschulwesen oder Primarschulwesen aufgrund der Daten von PISA. Oder TIMSS, auch so eine große Mathematikstudie, wo Griechenland auch einbezogen war. Es ist nicht verwertet worden. Es gibt eine einzige Stelle, Polydoridis, Frau Professor Polydoridis in Patras, die einzige, die ich kennengelernt habe, die vorhandene Forschungsbestände benutzt hat. Auffällig ist auch, dass in Griechenland es ja eine ganz ausgezeichnete Statistik gibt. Das Landesbüro für Statistik in Athen hat wunderbare Daten. Man bräuchte sie nur zu nutzen, um zum Beispiel einem Lehrermangel zu begegnen, wie er jetzt vorhanden ist, weil man die Anzahl der Geburten hat, der Kinder, die Anzahl der Lehrer und das Ausscheiden, das Alter der Lehrer. Mit ein paar wenigen Strichen könnte man wissen, es kommt ein Lehrermangel auf uns zu. Tun wir was dagegen. Also der Punkt ist, man braucht nicht immer viel Geld für Forschung. Man sollte die Forschung, die vorhanden ist, nutzen. So. Gibt es noch keine weiteren Meldungen? Nein, wir haben keine weiteren Meldungen.
Möchte jemand von Ihnen noch was sagen oder können wir das? Ich sag mal ein paar Fragen, sind ja an den Minister gerichtet. Ich will nur darauf hinweisen, das Thema erneuerbare Energieerzeugung und energetisches Bauen und Sanieren ist in der Machbarkeitsstudie, die wir für Griechenland gemacht haben, mit untersucht worden, sodass Sie wissen, es gibt einen Rahmen, wo das hineinpassen könnte, ohne dass ich zu dem Projekt, was ich ja jetzt nicht kenne, etwas im Detail sagen kann. Das Zweite, der Minister hat ja angesprochen, und wie ich finde, zu Recht, dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben müssen, dass die Arbeitsbedingungen und natürlich auch die Bedingungen von Ausbildung guter Arbeit entsprechen. Und wir haben das bei uns in der Bundesrepublik so eben organisiert, dass das eben Themen sind, die von den Sozialpartnern, Gewerkschaften, Arbeitgebern als Tarifpartnern verhandelt werden und bestimmte Grundfragen vom Gesetzgeber geregelt werden, sodass wir, ich sag mal, Bedingungen für gute Arbeit haben. Ich habe natürlich aufmerksam gelesen, wenn das richtig ist, dass ja Griechenland an der Stelle, was die Ausbildung anbelangt, jetzt die Möglichkeit geschaffen hat, dass auch ein Ausbildungsgehalt gezahlt werden kann. Ich will das hier ausdrücklich ansprechen. Das finde ich eine hochinteressante Weiterentwicklung, weil es etwas Wertschätzendes über die jungen Leute sagt, die eben in der Zeit einer Ausbildung durchlaufen und qualifiziert werden. Es formuliert auch einen Anspruch an die Betriebe. Ihr müsst euch um die kümmern, ihr müsst sie wertschätzen, ihr müsst auch eben ein Ausbildungsgehalt an der Stelle zahlen. Das ist bei uns auch Standard oder nicht nur Standard, das ist genau auch vorgegeben. Und ich sehe insofern ein paar Elemente, dass sich was in Griechenland bewegt und glaube einfach, in dem Thema steckt eine Riesenchance, damit die jungen Menschen qualifiziert werden und bessere Arbeitsmarktchancen haben. Wenn man alleine in den Bereichen es machen würde, wo es Betriebe gibt, die sagen, wir wollen das, dann fände ich, würde sich das schon mal lohnen, dass man das ausprobiert. Dann sind wir ganz schnell eben im Bereich des Tourismus. Wir haben eine Liste von Unternehmen, griechischen Unternehmen, die das machen wollen. Liegt bei der deutsch-griechischen Außenhandelkammer in Athen. Im Bereich der Logistik und im ganzen Bereich Energie, regenerative Energien, erneuerbare Energien und Bauen und Sanieren. Das sind spannende Felder, wo für die Gesellschaft, für die junge Generation und für die Fachkräfte des Landes etwas gemacht werden könnte. Einen Moment, bevor Sie was sagen, wollte Professor Kretikos noch ein paar Worte sagen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Eine echte Frage, bitte. Elenika. Ja. Nein, aber er ist griechisch. Innovation ist ja nichts, was links, rechts, oben, unten, SPD oder CDU ist. Und wir wissen aus vielen Ländern, dass man langfristig planen muss und alle Partner an den Tisch bringen muss, um auf 20, 30 Jahre hinaus gemeinsam Projekte anzuschieben und sie nicht alle 4 Jahre zu beenden oder mit jedem Regierungswechsel zu beenden. Gibt es in Ihrer griechischen Regierung das Ziel, den Wunsch, die Bereitschaft, mit Ihren Oppositionsparteien darüber zu sprechen, mit den Sozialpartnern, den Arbeitgebern, den Gewerkschaften darüber zu sprechen, um im Unterschied zur Vergangenheit zu versuchen, an einem gemeinsamen Strick zu ziehen, was Innovation ist. Es ist das einzige Thema, was keine permanente Opposition verträgt, sondern ein Ziehen an einem Strick. So, und die Professoren jetzt melden sich ganz zum Schluss. Wir machen weiter hier nochmal ein kurzes Statement. Nein, nicht ganz zum Schluss. Also ich möchte nochmal die Frage anregen. Es ist das Wort genannt worden über immaterielle Güter. Und im Zusammenhang mit der Digitalisierung sollte man nicht nur immaterielle materielle Güter betrachten, sondern es gibt durchaus für die Wirtschaft der Zukunft auch immaterielle Güter, die in Griechenland auch wunderbar entwickelt werden können, zumal sie nicht so sehr stark von früheren Erfahrungen und von früheren Industrien abhängen, sondern die neue Welt,
die neue Digitalisierung betrachten. Das ist ein Vorschlag, wie man darüber nachdenken könnte. Das Zweite ist die Rede gewesen von Visionen. Und vielleicht wäre es nicht schlecht, mal auch darüber nachzudenken, ob man denn nicht auch Vorbilder braucht. Wenn also Deutschland in Anführungsstrichen nach Griechenland kommt, was ich sehr begrüße übrigens, dass die Bundesrepublik sich bemüht, in Griechenland oder Griechenland zu helfen, in jeder Beziehung. Immerhin ist das ein positives Signal. Und ich weiß nicht, welches andere Land von Europa mit so einer Initiative an Griechenland herangetreten ist. Aber wir sprechen hier über Vorbilder und wir könnten uns Gedanken darüber machen, sind für die Griechen in Anführungsstrichen die Deutschland, die deutsche Wirtschaft oder das deutsche Leben, ist das tatsächlich ein Vorbild? Lassen wir mal die Vision weg. Und wenn es kein Vorbild ist, dann woran liegt es daran, dass Griechen möglicherweise anders über ihre weitere Zukunft denken als Deutsche? Also das kulturelle Thema und die Frage, welche Vorbilder ein deutscher Jugendlicher hat und welche Vorbilder ein griechischer Jugendlicher hat, führt uns darauf zurück, nachzudenken, was uns die Geschichte für die griechische Bildung und für den griechischen Staat und die Gesellschaft für Vorbilder gibt. Und möglicherweise werden wir dann erkennen, wo es Differenzen gibt und wie man diese Zusammenarbeit durch Erkennen dieser Differenzen vielleicht verbessern könnte oder anders anpassen könnte. Okay, und jetzt hat das letzte Wort Herr Professor Gavroglou. Πράγματι ευχαριστώ τον κύριο Ράχελ γιατί εντόπισε κάτι που κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να βελτιώσουμε και αυτό ήταν στη μαθητεία να μπορούν να παίρνουν το μισθό που τους αναλογεί, τις εργασιακές σχέσεις που πρέπει να έχουν και είμαστε και πολύ περήφανοι και πραγματικά χαίρομαι ότι αναγνωρίζεται και εκτός ημών. Ξέρετε, να πιαστώ από κάτι που είπατε. Παρά τα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα, πάντοτε δεν θέλουμε να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι σήμερα ότι η ελπίδα όλων μας που ήταν η Ευρώπη, όσο περνάει ο καιρός, αρχίζει να έχει προβλήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Το ποσοστό των πολιτών της Ευρώπης που δεν έχουν πια εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, αυξάνει παντού. Αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Εγώ λέω κακώς δεν συμφωνώ με αυτό. Αλλά επειδή εγώ δεν συμφωνώ δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεύτερον, υπάρχουν καινούρια, εντελώς καινούρια πολιτικά φαινόμενα. Brexit, όπου όλα τα πολιτικά κόμματα της Βουλής είναι υπέρ εκτός των... ο οποίος νομίζω δεν είναι, μόνο ήταν στην Ευρωβουλή. Και παρόλα αυτά ο κόσμος ψηφίζει κατά. Όλοι οι ρεπουμπλικάνοι εναντίον του Τραμπ, οι βαρώνει, και όμως βγαίνει ο Τραμπ. Αυτά είναι καινούρια πολιτικά φαινόμενα. Αυτά πρέπει να τα κατανοήσουμε. Και πιστεύω, και εδώ με συγχωρείτε τον προσωπικό τόνο, ένα στοιχείο που αρνούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι η Ευρώπη σήμερα, μαζί με τα πολλά καλά που παράγει, παράγει και φτώχεια. Η παραγωγή της φτώχειας στην Ευρώπη έχει επίπεδα πανικού, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό δεν πρέπει να το κρύψουμε. Πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Και μέσα σε αυτή τη γενική εικόνα τώρα να πάμε λίγο στα δικά μας. Χαίρομαι πραγματικά για τον Green New Deal. Και είναι όπως, ξέρετε, παλιά το 19ο αιώνα που έφερνε σκαλά από την Ευρώπη. Όντως σας υπόσχομαι ότι θα σας βρω συνεργάτες. Οπότε έχετε το σίγουρο και μάλιστα έτσι λίγο που το είδα θα είναι και πολύ έτσι, δυναμικοί συνάδελφοί μας. Το δεύτερο, έχουμε έναν άλλο χώρο στην Ευρώπη και το λέω και στον κύριο Ράχελ αυτό, είναι οι νέοι αγρότες. Έχουμε μία τάση νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με την αγροτική δραστηριότητα, τη γεωργία. Και αυτός ο κόσμος τώρα θέλει άλλου είδους κατάρτιση.
δεν είναι οι άνθρωποι που παραδοσιακά τα μαθαίναν από τους γονείς τους κτλ. Αυτός είναι αστικός πληθυσμός που πάει και ασχολείται με τους νέους αγρότες. Τώρα, Πίζα. Αναφέρατε τα αποτελέσματα της Πίζας. Για όσους δεν ξέρετε, είναι η αντιληπτικότητα των παιδιών εκεί γύρω στα 15 έτη στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι σημαίνει ο ένας είναι 93ος και ο άλλος είναι 98ος. Επίσης δεν ξέρω τι σημαίνει το ranking των πανεπιστημίων. Δεν ξέρω τι σημαίνει το καλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου. Γι' αυτό και είδατε πόσες πολλές λίστες είναι και αν θέλετε μετά μπορώ να σας πω και τι κρύβεται πίσω από τις λίστες. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε λίγο τι μετράνε ορισμένα πράγματα που είναι με τέτοιο απόλυτο και ποσοτικοποιημένο τρόπο. Η Ελλάδα δεν τα έχει πάει καλά. Δεν το λέω επειδή τα έχει πάει καλά. Απ' την άλλη μεριά η Ελλάδα έχει ποσοστιαία το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών γυμνασίου και λυκείου που παίρνουν μετάλλια σε Ολυμπιακούς και Πανευρωπαϊκούς αγώνες μαθηματικών. Κάτι δεν πάει καλά, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί από τη μια μεριά να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό και από την άλλη μεριά να μην τα πας καλά στην Πίζα. Δεν είναι πρόβλημα μόνο του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι νομίζω πρόβλημα και της Πίζα, το τι ακριβώς μετράει. Και έχουν υπάρξει πολύ σοβαρές κριτικές σε τέτοιου είδους μετρήσεις. Κυρίως αν δείτε τα αποτελέσματα της Πίζας και δείτε ποιο είναι το clustering, ποιοι είναι οι γείτονες διαφόρων και θα δείτε ότι υπάρχει ένα πολιτιστικό πρόβλημα. Στα σαραντάρια έχει πολλούς Ευρωπαίους, στο νούμερο 40. Στις αρχές έχει πολλούς από την Ασία. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα μελετήσουμε, όχι με βάση προφανώς ρατσιστικά κριτήρια, αλλά εκπαιδευτικά κριτήρια. Τώρα, μου λέτε για τον, ότι έχουμε πολλά στοιχεία και μπορούμε να κάνουμε διάφορες στατιστικές. Δυστυχώς, στην κατάσταση που είμαστε, έχουμε τόσες πολλές στατιστικές που πρέπει να δούμε τι θα τις κάνουμε. Όταν έχεις γυρασμένο, τον πιο γυρασμένο, κατά μέσο όρο, πληθυσμό στους δασκάλους και τους καθηγητές και όταν οι θεσμοί δεν σου επιτρέπουν να κάνεις προσλήψεις, έχεις ένα πρόβλημα πέρα των στατιστικών. Πέρα των στατιστικών, έχεις ένα πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα. Αυτά θέλουμε να λύσουμε. Τώρα, με προκαλείτε λίγο λέγοντας ότι η καινοτομία δεν είναι κομματική κτλ. Είναι προφανές ότι δεν είναι κομματική. Έχει όμως αξίες μέσα της. Αξίες που ενδεχομένως διαφορετικοί πολιτικοί χωρί να τους δίνουν διαφορετική βαρύτητα. Από την άλλη μεριά θίξατε όμως ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και αυτό είναι το θέμα της πολιτικής και κοινωνικής συνένεσης για διάφορα ζητήματα. Σε μια χώρα όπου η πολιτική κουλτούρα δεν χαρακτηρίζεται από συνένεση, τι κάνεις? Έχει ένα ενδιαφέρον ότι για πρώτη φορά διαπιστώνουμε τάσεις για μια τέτοια συνένεση. Low level, αλλά είναι εκεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς δεν θέλουμε να πιέζουμε την αντιπολίτευση για τη λύση των προβλημάτων. Εμείς θέλουμε να πιέζουμε την αντιπολίτευση για να συμφωνήσουμε όλοι αν τα προβλήματα που λέμε ότι υπάρχουν είναι υπαρκτά προβλήματα ή όχι. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι οι τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου είναι κατεστραμμένες. Πρέπει να συστήσουμε από την αρχή. Αυτό όλα τα κόμματα το δέχονται. Άρα μπορεί μεθοδολογικά και πολιτικά να είναι ένας καλύτερος τρόπος για συνενέσεις τουλάχιστον να συμφωνούμε στα προβλήματα και εκεί πια να δούμε πού θα διαφωνούμε στις λύσεις. Γιατί πολλές φορές ζητά συνένεση γύρω από λύσεις που εκεί είναι ένα αδιέξοδο. Και τελειώνω με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση στον αγαπητό Υπουργό και που έτσι πιάνομαι από αυτό που είπατε για τις ψηφιοποιήσεις και τα άλλα. Ξέρετε, ένα από τα θέματα που το ξέρω ενδιαφέρει πάρα πολύ και συναδέλφους επιστήμονες εδώ στη Γερμανία είναι
μετά το παραδοσιακό βιβλίο, τι. Δεν το έχουμε λύσει ως Ευρώπη αυτό. Δεν έχει λυθεί διεθνώς. Αν δηλαδή ο έντυπος λόγος έχει μεταμορφωθεί με τόσο ριζοσπαστικό τρόπο, αυτό το πράγμα γύρω από το οποίο εκατοντάδες χρόνια τώρα έχουμε γαλουχηθεί και ο πολιτισμός μας έχει διαμορφωθεί, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Σίγουρα δεν είναι το PDF. Σίγουρα θα είναι ένα νέο ψηφιακό προϊόν που πια θα καθορίσει αυτό που λέμε τον βιβλιοκεντρικό πολιτισμό των τελευταίων 500 ετών. Αυτό είναι ένα ερευνητικό, αλλά ταυτοχρόνως και ένα οικονομικό ερευνητικό πρόγραμμα. Το να δούμε δηλαδή τι γίνεται μέσα από τις νέες τεχνολογίες, ποιο είναι το μέλλον του έντυπου λόγου. Και όλοι έτσι όπως μας βλέπω εδώ, τα τελευταία 5 χρόνια είδατε πόσο ριζικά έχει μεταμορφωθεί, τα προηγούμενα άλλα επίσης ριζικά κτλ. Η ισορροπία δεν έχει επέλθει. Το πού θα επέλθει, το ποια προϊόντα θα είναι αυτά, θα είναι εκεί που θα υπάρχουν οι σοβαρότερες επενδύσεις και οι σοβαρότερες προοπτικές. Πεδίο δόξης λαμπρών λοιπόν για μια κοινή συνεργασία πάνω σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έχει ενδιαφέροντα θεωρητικά ζητήματα και ενδιαφέροντα οικονομικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Wir sind am Ende und viele Fragen bleiben weiterhin offen. Und ich sollte noch mal daran erinnern, dass morgen um 14 Uhr es hier ein Treffen geben wird mit dem Minister Gavroglou und griechischen 13 Uhr, höre ich gerade, 13 Uhr. Es ist also nicht 14, sondern 13 Uhr hier in diesem Raum, Treffen von Herrn Gavroglou mit griechischen Wissenschaftlern. Danke. Applaus